Hallo, herzlich willkommen bei Impulse für den Tag, Impulse der Hoffnung, Impulse der Ermutigung. Heute will ich mit uns reden über das Gebet. Ich denke, Gebet ist zentral wichtig, denn ein Christ ohne Gebet ist ein Christ ohne Kraft. Und von daher sollte uns es wieder ganz neu bewusst werden, dass wir beten lernen wollen. Ja? Wir werden aufgefordert, immer wieder, auch von Jesus und von der Schrift, dass wir beten sollen ohne Unterlass. Ja, zum Beispiel hier im 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Ja, es ist auch ein Schlüssel für Zufriedenheit und Dankbarkeit. Ja, es ist auch ein großer Reichtum für unser Leben. Zufriedenheit, Dankbarkeit. Und das kommt auch mit unserem Gebet, dass wir Gott dafür die Ehre geben und Gott dafür loben und preisen. Ja. 1. Thessalonicher 5, Vers 16, seid allezeit fröhlich, ja, freut euch, abermals sage ich euch, freut euch, sagt Paulus das, ja, in den Philippern auch zu uns, und es ist eine Aufforderung, dass die Freude kommt, und die hat sehr viel mit Gebet zu tun, das müssen wir einfach mal wissen, und dann diese Aufforderung in 17, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass, seid immer verbunden, seid dankbar in allen Dingen. Dankbarkeit führt Zufriedenheit in unser Herz. Ja? Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes, sagt Psalm 50, 23. Ja? Oder die Telefonnummer Gottes, rufe mich an in der Not und ich will dich hören und du sollst mich preisen. Das sind alles so Aufforderungen auch zum Gebet. Eine Freundschaft mit Gott entsteht dadurch, dass du dein ganzes Leben mit ihm teilst. Da ehren wir Gott mit Glauben, wenn wir unser Leben mit Gott teilen. Ja? Beten ohne Unterlass bedeutet, mit Gott zu sprechen, während man arbeitet, Auto fährt, einkauft, spazieren geht oder etwas anderes tut. Ja? Ich brauche nicht immer nur das Kämmerleingebet, aber da kommen wir gleich drauf. Das Kämmerleingebet ist ganz wichtig, aber ich kann mit Gott überall reden. Im Auto, unterwegs, beim Einkaufen. Er hört mich und er ist allgegenwärtig, allwissend. Und er kennt mein Herz und er wünscht sich so Gemeinschaft mit uns. Ja? Wenn wir da mal reingehen ins Vaterunser. Ins Vaterunser, wo wirklich auch die Jünger das Anliegen haben, Herr, lehre uns beten. Sie wollten von Jesus ganz neu beten lernen, ja, vom Beten des Vaterunsers. Und hier sagt Jesus ihnen dann, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Interessant, ja? Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, geh in dein Zimmer, ja? Geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Da kommen wir gleich noch drauf, ja? Und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten, ja? Der Vater, der ins Verborgene sieht. Aber da sollen wir wirklich auch eine Zeit haben, wo wir uns reingeben. Wie ist es mit dem Gebet? Die Corrie ten Boom sagte einmal, ist das Gebet ihr Lenkrad oder ihr Ersatzreifen? Diese Frage stellt sie uns. Beten wir nur, wenn wir in Not sind? Oder beten wir nur, wenn wir besondere Anliegen haben? Oder ist das Gebet ein fester Bestandteil unseres Lebens? Ich glaube, Gott will, dass wir es so richtig integrieren in unser Leben, dass es einfach so wie das Atmen zu unserem Leben dazugehört. Ja? Aber hier mit diesem Kämmerlein, wenn Jesus davon spricht, ja, wir leben heute in einer Zeit, wo wir gerne abgelenkt werden. Ja? Es sieht manchmal so aus, auch in der Familie, jeder hat sein Handy, sein Tablet, sein Computer und jeder ist irgendwo abgelenkt mit den weltlichen Dingen. Und da will Gott uns ganz neu frei machen. Früher war es vielleicht mal so, da hat man zusammen gebetet, Andachtszeiten gemacht und hat Gott zusammen angebetet, ist vielleicht auf die Knie gegangen und jeder hat gebetet, hat eine Zeit gehabt mit Gott, wo er Gott den Tag hinlegte und einfach ihm auch dankte für alles. Und ich denke, wenn Jesus hier von diesem Kämmerleingebet spricht, dann will er uns eins beibringen.
ein Bild, das das ein bisschen überspitzt darbringt. Hier schießt jemand seinen Laptop ab, ja. Aber das ist so ein bisschen, das ist so heute so gefragt. So müssen wir es tun. Ja, wir müssen nicht unser Laptop abschießen oder unser Handy kaputt machen. Nein, wir müssen es ausschalten. Wir müssen es ausschalten, um Zeiten mit Gott im Kämmerlein zu haben. Ja, wir müssen diese Dinge einfach dann mal Anrufbeantworter an. Jetzt bin ich nur allein mit dir, oh Gott. Ja, Handy aus. Alle diese Medien, diese multimedialen Dinge aus. Und Gemeinschaft mit Gott ist Audienz bei Gott. Und da brauche ich Ruhe, da brauche ich Stille. In einem turbulenten Umfeld ist es schwer, seine Stimme zu hören. Darum sagt Jesus, geh ins Kämmerlein, ja, und schließ die Tür zu. Heute muss man sagen, mach deine multimedialen Dinge aus, ja. Und dann komme und dann bete. Jesus sagt hier weiter in Matthäus 6, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ja, es sind nicht die vielen Worte, die Gebetserhörung herbeiführen, sondern Gott schaut auf unser Herz. Ja? Gott ist es auch wichtiger, dass die Herzenshaltung, die wir ihm bringen, mehr wie viele Worte. Ja? Es sind nicht die Worte, sondern es ist auch unser Herz. Und es ist auch unsere Bereitschaft, diesem Gott zu begegnen. Ja? Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ja, beten oder Kettengebet, Rosenkränze beten und all dieses, wow, alles runterrattern und denkt man, da gewinnt man etwas bei Gott. Gott will uns begegnen und er will zu uns reden und er will Gemeinschaft mit uns haben. Und dazu dient das Gebet. Ja? Und Jesus lehrt uns ja beten. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Ja? Diesen Pharisäern, die es auch so liebten, vor den Menschen zu beten und dann, ja, und gut dazustehen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Gott kennt unser Herz, er kennt unsere Motive, er kennt unsere Anliegen, ja. Und hier heißt es so schön, 1. Timotheus 2, Vers 8, im Glauben beten, ja. Hier sagt es Paulus dem Timotheus, und es ist ihm auch ein Anliegen, dass das wieder entdeckt wird. So will ich nun, dass die Männer, ja, an allen Orten aufheben heilige Hände, ohne Zorn und Zweifel. Ja, das heißt einmal, dass Männer oder auch Frauen wieder beten mit offenen Händen. Das heißt auch hier, ich bin bereit, ich bin da, mein Herz ist offen, ich will dir begegnen, du darfst zu mir reden, ich höre dich. Ja. Heilige Hände aufheben, das heißt auch, ich bin nicht mehr im Zorn, ich bin nicht mehr im Groll, ich bin in der Versöhnung, ich habe eine Versöhnungshaltung, ich halte keinem Mensch etwas nach. Ja, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ist ganz wichtig, ohne Zorn und ohne Zweifel, dass ich frei bin. Herr, mach mich frei, dass ich anbeten kann, dass deinen Namen ich preisen kann. Und dann ist es so, dass, wie Jakobus es sagt in 5, Vers 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und ein Gebet, ein Christ ohne Gebet ist ein Christ ohne Kraft. Und das ist einfach so. Wenn wir geistlich stark sein wollen, dann brauchen wir die Zeiten mit Gott. Aber jetzt lehrt Jesus uns das Gebet. Das ist so interessant. Er lehrt uns das Beten. Nachher schauen wir uns mal das Gebet des Paulus an, wie er es betete. Aber jetzt das Vaterunser, geh mal da mit. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Ja? Unser Vater im Himmel, es ist dein Vater. Ja? Mein Vater, aber lieber Vater. Vater, bist du mein Vater. Ja? Es ist so wichtig, dass es mein Vater ist. Ja? Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Da geht es mal nur um diesen majestätischen, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott, der Vater im Himmel, der rechte Vater ist, über alles, das der Kinder heißt. Dein Wille geschehe, ja, das ist so wichtig, dass sein Wille in meinem Leben geschieht. Man betet es so schnell, aber sind wir auch bereit, seinen Willen zu suchen und seinen Willen in unser Leben reinzupacken, ja, nicht mehr mein Wille, Vater, sondern dein Wille geschehe, dein Reich komme. Ja,
Das Reich Gottes soll kommen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere werde ich euch hinzugeben. Das ist gewaltig, ja? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, nicht nur im Himmel, ja, auf Erden. In meinem Leben, in dem Umfeld, in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis. Vater, dein Reich komme in ihre Herzen. Sie sollen erkennen, wer du bist und dass du deinen eingeborenen Sohn gesandt hast, damit wir nicht verloren gehen, sondern dass wir das ewige Leben haben. Ja? Das hat damit zu tun mit seinem Reich. Da geht es zuerst mal nur um Gott, den Vater, der rechte Vater ist. Ja? Die Verherrlichung seiner Größe und seiner Majestät. Ja, das lehrt uns Jesus hier. Ja? Und dann geht es erst um unsere Anliegen. Wenn wir weiterlesen, Matthäus 6, Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Ja? Gott ist unser Versorger. Ja? Der Herr ist meine Hütte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Aue. Er versorgt mich. Ja? Er ist ein guter Versorger, wenn wir seine Kinder sind und sein Reich im Herzen tragen. Ja? Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja? Jesus lehrt uns das, dass wir wirklich Vergebung haben bei Gott, dass wir vor ihm reingewaschen stehen, heilige Hände heben können, ja? Ohne Zorn und ohne Zweifel. Das heißt, dass ich wirklich in der Vergebung bin. Vergib uns unsere Schuld, ich brauche Vergebung meiner Sünden. Ja? In Johannes 1, Vers 9 heißt es, so ihr eure Sünden bekennt, ist Gott treu und gerecht und er vergibt euch eure Schuld. Ja, auch wenn da noch Sünde ist, die von Gott trennt, benenne sie ihm, bekenne sie ihm, damit er dir seine Schuld vergeben kann. Aber er sagt auch hier, auch wie auch ihr vergebt euren Schuldigern, ja. Das ist so wichtig, dass wir in der Vergebungshaltung leben mit unseren Mitmenschen. Ja? Dass wir wirklich loslassen können, das Gericht Gott überlassen können und ihn den Richter sein lassen über Menschen, die uns Schwierigkeiten machen. Lass kein Hass oder Groll in deinem Leben zu, kein Neid, keine Eifersucht, keine Zwietracht, kein Hader, kein Streit. Schmeiß das raus, schmeiß das auf Gott. Ja? Bete dafür und führe uns nicht in Versuchung. Besser noch, bewahre uns in der Versuchung, denn wir werden alle versucht, dass wir stehen in der Versuchung, dass wir überwinden in der Versuchung. Ja, das meint Jesus auch hiermit. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mach uns los von dem Bösen und allem Schlechten. Ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja? Also das zeigt Jesus auf. Hier geht es wiederum am Schluss um sein Reich. Ja? Dein Reich, Vater, das Reich Gottes soll kommen. Und die Kraft und die Herrlichkeit, die damit einhergeht. Kraft, Power im Evangelium und im Verkündigen des Reiches Gottes. Und das dürfen wir ganz neu lernen. Also dieses Gebet will ich uns nahe bringen. Interessanterweise kommt Jesus dann wieder auf den Punkt der Vergebung zu sprechen, weil das ist auch zentral und wichtig. In Vers 14 heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Ihr müsst vergeben. Ja, 70 mal 7 mal, sagt Jesus, immer eine Verhaltung des Vergebung zu haben. Das verlangt Gott von seinen Kindern. Ja? Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, und das ist schlimm, ja. Können wir nicht erwarten, Gott, dass du mir vergibst oder dass du mir segnest, wenn ich eine Haltung habe der Unversöhnlichkeit, eine Haltung, wo ein Mensch mir wirklich einen Groll und eine Bitterkeit aufs Herz geschafft hat. Jesus sagt, segnet für eure Feinde, betet für die, die euch fluchen, damit wir frei werden. Es geht nicht zuerst, dass unser Feind gesegnet ist, sondern es geht darum, dass du frei bist in deinem Herzen, damit du in der rechten Weise beten kannst. Aber jetzt schauen wir uns das Gebet des Paulus an, wie er es auch in Epheser 3, 14 bis 20 betet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Da lernen wir auch beten.
Ja, denn dieser Paulus war ein Mann Gottes, der wirklich das Reich Gottes im Herzen hatte. Und er zeigt uns jetzt wiederum, wie er betet. Ja, es ist ähnlich auch, wie Jesus uns das Beten lehrt. Ja, das Gebet des Gerechten vermag viel. Und Paulus betet hier so. Epheser 3, Abvers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Ja? Kennt ihr mal seine Haltung? Dafür beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist. Der rechte Vater ist über alles, das da Kinder heißt. Ja? Und man wird ja Kind Gottes, indem man Jesus sein Herz aufnimmt. Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, die Exousia, Gottes Kinder zu werden. Und dann kann man zum Vater rufen, aber lieber Vater, der du der rechte Vater bist. Ja? Und weiter betet er, ja? Dieser Paulus hat ja auch ein leidenschaftliches Gebet, auch für die Gemeinde, für die Epheser und für uns alle. Ja? Und so sollen wir auch für das Reich Gottes eine Leidenschaft haben. 16, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Ja, das ist der Wille Gottes. Er will jeden Christen stark machen am inwendigen Menschen, dass er gestärkt ist in Geist, Seele und Leib. Ja, stark zu werden in der Seele, im Inneren, im Glauben, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Ja? Eingewurzelt und gegründet in der Liebe Gottes zu erkennen. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, denn er ist der Vater der Liebe. Ja? Und Gott ist die Liebe und wer der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und die Liebe Gottes in unsere Herzen, ja, die Jesus Christus auch für uns erwirkt hat. Ja, diese Haltung des Gottsuchens, es ist so wichtig, dass wir im Gebet Gott suchen, die Bundeslade stellt das so ein bisschen dar, es war ein Ort der Herrlichkeit Gottes, hier hat Gott sich besonders in seiner Herrlichkeit erwiesen, ja. Und die Bundeslade haben die Israeliten überall hin mitgenommen, ja, in der Stiftshütte mit ihren Zelten. Und sie haben die auch immer besonders dort die Gegenwart Gottes gemerkt. Und so ist ja auch Beten bei Gott, die Herrlichkeit Gottes kommt über uns. Hier betet er weiter in Vers 18, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Ja? Die Herrlichkeit Gottes kommt in unser Herz, wenn wir richtig beten. Wir bekommen Erkenntnis, ja, auch durch das Wort Gottes, ja, auch mit dem Wort Gottes zusammen beten. Ja, das Wort Gottes gibt uns diese Erkenntnis, erleuchtete Augen des Herzens und unser Glaube wächst in dem Maße, wie das Wort Gottes in uns lebt, ja, wie es in uns lebendig wird. Ja. Und das ist, Glaube wächst damit, wie wir das Wort Gottes in uns zulassen, ja, dass alle Erkenntnis übertrifft, die breite, tiefe Höhe seiner Herrlichkeit und Schönheit. Und die Herrlichkeit soll uns im Kämmerlein begegnen, ja, das ist so wie ein Licht, das aufgeht in unseren Herzen. Und Jesus sagt ja auch, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das ewige Leben haben. Aber wie betet Paulus weiter? Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was ihr bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja. Er will uns überschwänglich geben, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir eigentlich bitten oder so im Gebet erflehen können. Er kann auch viel mehr tun. Aber unser Herz muss stimmen, unsere Einstellung muss stimmen. Er betet hier um Erkenntnis, er betet um erleuchtete Augen des Herzens, dass sie erkennen, wie groß und majestätisch Gott ist, seine Herrlichkeit und seine Schönheit. Ja, ja, diese Bundeslade stellt das so dar, das Allerheiligste, der Ort, wo Gott wohnt, ja,
Heute ist das überall in deinem Kämmerlein, ja? Kannst du diesem Gott in seiner Herrlichkeit begegnen? Du kannst, wenn du spazieren gehst, wenn du unterwegs bist, kannst du seine Herrlichkeit empfangen, ja? Durch den Heiligen Geist. Und Christen lieben diese Zeiten mit Gott. Sie wissen, dass diese Audienz bei Gott so wichtig ist für ihr Leben, dass sie ihnen die Kraft gibt zum Leben, damit sie die Kraft haben zu lieben und das Rechte zu tun am rechten Platz. Ja? Und ich sage auch immer, Audienz bei Gott im Kämmerlein ist wichtiger wie Audienz beim Papst. Ja? Ist wichtiger und schöner und majestätischer. Es ist schöner wie Audienz beim König oder irgendeinem Staatschef oder einem großen Politiker. Audienz bei Gott ist schöner. Du darfst es genießen lernen. Ja? 2. Chronik 16, Vers 9 sagt uns, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Das ist so wichtig. Gott schaut, ist da jemand, der mich wirklich will, der mich ganz sucht? Ist da jemand, der meine Herrlichkeit erleben will? Und dann packt das rein. Ja, die volle Power, die volle Herrlichkeit, die Schönheit, die Majestät, packt er in dein Leben rein, ja, weil er liebt es zu segnen. Ja. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Habe ich auch vor kurzem hier Impulse für den Tag drüber geredet. Ja. Darum sei so ein Mensch, der mit ganzem Herzen ihm gehören will. Hier sagt Paulus den Philippern 4, Vers 6, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ja? Bitten und flehen, Vater, wir brauchen dich. Gib uns deinen Segen. Ja? Ich lasse dich nicht, ehe du segnest mich. Ja? Ich bitte und flehe und sage ihm Dank für seine Größe und seine Majestät. Und dann ist es so schön, wenn diese Herrlichkeit kommt, ja. Und damit will ich auch so beenden, diese Impulse des Tages, das Gebet, lerne es neu entdecken. Lerne es neu entdecken. Gott hört, wenn du betest. Das darfst du einfach wissen. Gott hört, wenn du betest. Und Gott spricht, wenn du zuhörst. Ja, da brauchst du auch, dass du innerlich ausgerichtet bist. Dass er spricht ja in dein Gewissen, in dein Herz. Und dann musst du die Antenne rausziehen. Gott, in dieser Situation, was soll ich tun? Zeig mir bitte auf, wie ich es tun soll. Ja? Und dann spricht er in dein Herz, auch durch das Wort Gottes, das du ja im Gebet auch so mit drin hast. Ja? Und Gott spricht zu dir. Ja? Gottes Geist gab unserem Geist das Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Heilsgewissheit. Und auf dieser Ebene spricht der Geist Gottes zu dir. Er spricht in deinen inwendigen Menschen, in dein Herz, in die Schalt- und Steuerzentrale deines Menschseins. Ja? Gott wirkt, wenn du glaubst. Das ist einfach so. Wenn du glaubst, was Gott sagt in seinem Wort, dann wirkt er und er gibt dir Gebetserhörung und er segnet dich und er leitet deine Wege und er zeigt dir den Plan, den er mit deinem Leben hat. Und das wünsche ich mir so, dass das alles so auch für dich erkannt wird und dass dieser Friede Gottes, der höher ist wie alle Vernunft, dein Herz erreicht, ja. Also lerne es ganz neu zu beten. Lerne es. Sei einfach bereit, es so zu erkennen. Und dafür will ich noch einmal beten, dass das Gebet auch von uns neu belebt wird, dass wir es neu suchen, dass wir auch die Stille suchen, ja. Was heute so schwierig ist, ja, mach dein Laptop aus, mach deinen Anrufbeantworter an, Handy aus, Ablenkungsmanöver weg und Zeiten mit Gott. Und du wirst das ganz neu entdecken, dass das die schönsten Zeiten sind. Ich will dafür beten. Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du ein guter Vater bist. Und du gibst deinen Kindern nichts Schlechtes, du gibst ihnen nur Gutes. Du bist der Gott der Liebe und dafür kommen wir zu dir und füllen unsere Liebesspeicher ganz neu. Vater, dein Reich komme. Vater, dein Wille geschehe ganz neu auch in unserem Leben, ja, und in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unserem Bekanntenkreis, Freundeskreis und wo wir auch stehen und gehen, wollen wir Licht und Salz sein für dich, Vater. Segne uns und gib uns ganz neu, ja.
Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wir wollen einfach loslassen, Herr, alles, was uns in Bitterkeit geführt hat, in Ärger, in Zorn, in Gram. Vater, wir geben es dir. Und Jesus, wir werfen es auf dich, denn du sagst, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, damit ihr Ruhe findet in euren Seelen. Ja, das bitten wir so sehr, Herr, dass wir wirklich loslassen können und wirklich alle unsere Feinde dir hinlegen. Du bist der gerechte Richter. Wir wollen nicht richten, denn du sagst, richtet nicht, denn in dem Maße, wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Ja, und wir wissen, Vater, dass du ein Gott bist, der sich an sein Wort hält. Darum wollen wir es lernen, ganz neu dein Wort zu proklamieren. So segne jeden Zuhörer, Vater, in dem wunderbaren Namen Jesus. Sei dir dessen gewiss, Gott liebt dich. Und er liebt auch die Zeiten mit dir. Lass es ganz neu in dein Herz. Und lass das Gebet wirklich nicht dein Ersatzreifen sein, sondern dein Steuerrad. Ja? Dass du es ganz neu entdeckst. Dass du es ganz neu für dich empfängst. Und dass du die Herrlichkeit Gottes genießen lernst. Gebet ist Gott genießen. Ja? Gebet ist irgendwo bildlich gesehen auf seinen Schoß des Vaters zu klettern und sich lieben zu lassen. Ja, und seine Gemeinschaft zu genießen. Und das will er dich ganz neu lernen. Und die Herrlichkeit und die Schönheit, die davon ausgeht, die wünsche ich dir so sehr. Also sei gesegnet. Der Vater im Himmel hat dich lieb. Jesus hat dich lieb. Und er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit dir. Das waren die Impulse für den Tag.